Und jetzt wird als erster Redner Markus Leinfellner von der FPÖ Steiermark ans Rednerpult treten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Staatssekretär Hohes Haus, liebe Österreicher. Beim Luftfahrtgesetz handelt es sich ja um eine sehr, sehr kleine Novelle, die einfach notwendig geworden ist, durch EU-Verordnungen Anpassungen zu machen. Genauer gesagt handelt es sich um Änderungen im Bereich Bestimmungen der Zuverlässigkeitsprüfungen, um Einführung eines zentralen Lufthindernisregisters und einen Rahmenvertrag mit dem österreichischen Aeroclub. Und ja, man könnte zwar kritisieren, dass die Begutachtungsfrist sehr, sehr kurz gewesen ist, ja, aber ich glaube, dann könnte man jede Gesetzesvorlage hier herinnen kritisieren. Natürlich werden wir diesem Luftfahrtgesetz zustimmen. Beim Flughafenentgeltgesetz sieht es etwas anders aus. Auch hier eine sehr, sehr kurze Begutachtungsfrist. Und unsere Punkte, unsere Einwendungen haben hier keinerlei Berücksichtigung gefunden. Weder die Einwendungen aus dem Luftverkehrsbeirat noch die Einwendungen unseres Verkehrssprechers. Und ich war bereits im Ausschuss etwas irritiert über die ausweichende und fast philosophische Antwort zu unseren Fragestellungen, ja, in diesem Zusammenhang. Und ich kann nur sagen, unsere Einwendungen sind absolut nicht eingeflossen. Weder die Einwendungen, dass Flughafennutzer das Recht haben müssen, im Wege der Verwaltung die Entgeltordnung anzufechten, noch die Einwendungen über die Undurchführbarkeit der Flughafenentgeltregelung hinsichtlich der Lärmemissionen als Grundlage der Entgeltberechnungen. Abschließend ist aber auch festzuhalten, dass für sämtliche Nutzer eines Flughafens die gleichen Nutzungsbedingungen zu gelten haben. Und auch das ist hier nicht der Fall. Es kommt zu Benachteiligungen der allgemeinen Luftfahrt, es kommt zu Benachteiligungen des Geschäftsflugverkehrs gegenüber der großen Fluggesellschaften. Und das widerspricht definitiv den Nichtdiskriminierungen von Flughafennutzern. Und genau diese Einwendungen wären uns auch wirklich wichtig gewesen. Es gibt ja in der Zukunft die Möglichkeit, hier auch noch Abänderungen zu machen. Zum heutigen Zeitpunkt können wir diesem Gesetz nicht zustimmen. Vielen Dank. Markus Leinfellner von der FPÖ Steiermark sagt, für sämtliche Nutzer eines Flughafens hätten die gleichen Nutzungsbedingungen zu gelten. Das sei beim vorliegenden Gesetz nicht gewährleistet.